Es gibt eine spektakuläre Wende um Harvey Weinstein. New Yorks höchstes Gericht hob nämlich die Verurteilung des Hollywood-Produzenten auf. Im Jahre 2020 wurde der jetzt 72-Jährige zu 23 Jahren Haft im Rahmen der MeToo-Bewegung wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen. Weinstein soll mehrere Frauen zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Nun beschloss aber das Berufungsgericht, der Richter hätte den damals Produzenten auf der Anklagebank erheblich benachteiligt. Die Folge, das Gericht ordnete einen neuen Prozess in dem Fall an. Wegen einer anderen Verurteilung wegen Vergewaltigung aus dem Jahre 2022 wird die gefallene Hollywood-Legende aber trotzdem weiter in Haft bleiben.